Ja, moin, ihr Zuschauer, ihr. Und willkommen zurück auf meinem Weg zum Herzen einer Irren, der uns von unserer mühligen Messibude zur großen Raubtierfütterung und schließlich durch Chemielabore führte, die allen Sicherheitsanforderungen dezent den Mittelfinger entgegenstrecken. Jane? Natürlich. So stellt das wachsame Auge fest, dass das Konzept dieses Games, dieser Geschichte hier, lediglich daraus besteht, aus dem Schlamassel wieder auszutreten, in das wir uns relativ freiwillig, möchte ich meinen, begeben haben. Ah ja. Wer zuletzt lacht, hat zuerst wahrscheinlich den Witz nicht verstanden. Wir lachen einfach weiter und trotzen hoffentlich allem, was da so eklatant auf uns hereinstürmen möchte. Hallo, ist jemand hier? Außer Schränke, in denen ich mich verstecke, weil die Alte mir wieder auf den Fersen ist. Gibt es hier zufälligerweise irgendwelche Schlüssel, von denen ich wissen sollte, dann rückt mal lieber jetzt schon raus mit der Sprache, weil sonst muss ich nämlich dann immer wieder zurück. Und das ist wirklich ein ziemliches Ärgernis, was wir uns eigentlich sparen könnten. Moment mal, diese Spuren. Also entweder hat es irgendwer nicht auf die Toilette geschafft, beziehungsweise diese verwechselt, oder... War das eben schon da? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber ich habe das Gefühl, wir werden das noch relativ bald herausfinden. Juhu! Oh Leute, sie sollen uns in die Irre leiten. Ah ja. Wird er seinen Weg auf die Toilette fortsetzen können? Wird er es schaffen oder wird in seinem Darmtrakt am Ende einfach nichts mehr übrig sein? Finden Sie es heraus in der nächsten Episode. Und so ist er wieder froh über jede Tür, in die er nicht reinkommt. Da kann schon mal dann kein Jumpscare drin sein, ne? Was eine recht positive Wendung darstellt. Ach, du liebes Bisschen. Jetzt muss ich mich ja auch noch mit Technik auseinandersetzen. Oh, das stand aber nicht in der Stellenbeschreibung. Habe ich sie jetzt aktiviert? War kurz ihr Strom ausgegangen und jetzt ist er aber wieder da? Vielleicht sollte ich sie wieder ausmachen, die kleine Süße. Kann ich leider nicht, weil ich das offenbar nicht für eine besonders gute Idee halte. Na gut, dann eben nicht. Man kann sich doch hier irgendwie raussneaken. Oh ja, oh, da macht er den Hals richtig lang, Freunde. In der Detektivschule nannten sie mich die Giraffe. Glaubt mir eins, mein Hals ist nicht das längste an mir. Darum ist die Alte auch so scharf auf mich und schreit immer rum, sobald sie mich sieht. Oh, bist du hier etwa rausgekommen? Oder war ich hier schon drinne? Nein, hier war ich eben drinne, vor 2 Minuten. Herzlichen Glückwunsch, Seth. Alrighty. Die Frage ist jetzt natürlich... Oh Gott, was machen wir mit unserer Zeit? Die kommt jetzt wieder her, ne? Ich habe eigentlich die Schnauze voll von dir, wenn ich ehrlich bin. Ich würde nur gerne instant mitbekommen, was ich denn hier machen muss. Ist sie in dem Raum drin oder ist sie da vorne? Die kann nicht so weit gekommen sein, ne? Oh Gott, doch, 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 doch. Kann sie wohl, kann sie aber. Sowas von wohl. Okay. Was muss ich denn... Was muss ich denn jetzt hier machen, sag mal? Habe ich vielleicht irgendwie eine Tür übersehen oder so? Ich muss irgendwo so eine komische Keycard rausholen. Ich suche die Keycard ja auch schon. Du kannst sie gerne in dem nächsten Raum umsehen. Ich sag dir Bescheid, wenn ich die hab. Doch. Doch, doch. Schwör. Schwöre, Alter. Nein. Das ist ein ganz langweiliger Tisch hier hinten. Da gibt's überhaupt nichts, was dich kümmern sollte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht ihr zu meinem Schrank? Da bin ich nicht mehr, Bitch. Da bin ich nicht mehr. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, das ist unfair. Okay, bye. Immer wieder ein Vergnügen, Herzchen. Verdammte Axt, Alter. Okay, ich weiß jetzt, was klappt. In dunklen Ecken sitzen und einfach keinen Mucks von sich geben. Ist wirklich ein interessantes Gameplay. 10 von 10. 6 Stunden später.
Hühnchen durch. Oh, ach, come on! Als ob da. What the fuck? Sie kann durch Kommoden wandeln, Alter. Ich bin ja überrascht, was die Alte alles drauf hat, du. Mein lieber Herr Gesangsverein, jetzt mache die verdammte Tür zu. Ach, come on, leck mich am Arsch. Ja, bring es zu Ende. Wisst ihr aber, Freunde, wo wir noch gar nicht geguckt haben, ist hier. Studenten, die das Labor nutzen möchten, aber noch keine Keycard haben, bitte wendet euch an AJ Warren im Lehrerzimmer, zweiter Stock. Alrighty. Das ist doch mal ein Hinweis. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass wir hier den Fahrstuhl gesehen haben. Wehe ist da ein Jumpscare drin, wehe! Danke sehr. Nur eine äußerst herzhafte Menstruation. Wenn die Tage mal wieder schlimmer sind, Leute. Ja, machst du halt nix, ne? Musst du halt aushalten. Musst du dir halt mal ein Taschentuchpackung mehr mitnehmen. Bitte nicht! Oh, Gott sei Dank. Warum ist das so? Was hast du zu verbergen, Toilette? Okay, die Toilette hat uns jetzt nicht sonderlich weit geholfen. Da ist natürlich die Frage, ob wir hier den Fahrstuhl benutzen können. Oder muss man den vielleicht... Ach so, den müssen wir aktivieren, ne? Die kommt wahrscheinlich hier von der Treppe her, oder? Alter, irgendwas geht ja auf. Irgendwoher muss sie ja kommen. Da müssen wir uns da zu dem Fahrstuhl sneaken und dann ist der an. Mhm, verstehe. Macht natürlich auch soweit Sinn. Das heißt, in den Räumen ist absolut nichts. Und ich habe meine Zeit natürlich damit verschwendet, das abzusuchen. Ist aber okay. Nee, komm ich mit klar. Passt schon. Hab ich doch gern gemacht. Ist auch überhaupt kein Ding, weißt du? Oh mein Gott. Wo kommt die jetzt her? Wo kommt die raus? Oh, da irgendwo. Whatever. Ich glaube, die weiß es nicht selber nicht so genau, ne? Das Klärchen. Dann werde ich der Dame jetzt mal dezent folgen. Mich da in den ersten Raum reinschleichen, wenn sie fertig ist. Und wenn sie dann da wieder vorbeigeht. Das hat ja beim letzten Mal schon gut funktioniert. Dann gehe ich zum Fahrstuhl. Kann sich nur um Stunden handeln. Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, Freunde, das Flittchen hat sich da gerade auf dem Weg in ihr kleines verrammeltes Zimmerchen gemacht. Werde ich mich meinerseits mal auf den Weg zum Fahrstuhl begeben. Ganz langsam. Und da ist er an. Ja, ja. Hätte ich mal vorhin irgendwie von der Wand bis zur Tapete denken können, dann wäre mir diese Peinlichkeit eben erspart geblieben. Sollte ich mich vielleicht geduckt halten? Ich weiß es nicht genau. So, wir reisen heute sehr luxuriös, ne? Nee, zweiter Stock. Hast du jetzt, ne? Hast die Eingabe verstanden? Ach, wir sind im dritten. Oh, gut. Oh, mal gut zu wissen, oder? Um sich ein bisschen zu orientieren. Die kommt mir sowieso gleich nachgefahren, wenn die merkt, dass der Fahrstuhl weg ist. Ich glaube, so ganz so blöd ist sie denn nämlich doch nicht. Wobei. Naja, gut. Ich weiß noch nicht genau, ob es die Person ist, die ich geheiratet habe, oder ein böses Sinnbild desselben. Oh, verdammt. ich möchte nicht mehr. Ich will nach Hause und in mein Bett. Ich weiß, es ist unaufgeräumt. Was soll ich denn noch alles machen hier? Oh, ey. Ort der Bildung, Freunde. Normalerweise sollte man stolz sein auf dieses Privileg, beziehungsweise glücklich. Aber irgendwie ist mir das hier gerade so ein bisschen abhanden gekommen. Meine Herren, was ist denn hier los überall? Alles abgeschlossen, das kann ja wohl wirklich nicht wahr sein. Ne? Also ich habe mich gerade vor 10 Minuten noch über mangelnde Sicherheitsvorkehrungen beschwert, ja, aber abschließen, ganz ehrlich. Oh Gott, ich sehe es schon wieder kommen. Was? Wow. Da wollte sich jemand aber richtig gemütlich machen beim Händewaschen. So viel Zeit muss ja schließlich sein. Nein, das machst du jetzt bitte auf. Dankeschön. Und die Toilette möchte bitte auch nicht sonderlich weiter gestört werden. Verstehe. Was ist das? Da kann ich meinen Hintern dran halten, wenn's mal wieder etwas kräftiger wird. Okay. Passt schon. Es gab offensichtlich Chili, oder? Ich bring dir gleich die Kerzen, mein Freund. Dann, ja, kannst du dich schön entspannen. So, Leute. Wollen wir mal hier schauen, wollen wir mal da schauen. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und auf dem linken Fuß landen und nicht vergessen. Ehrlich jetzt. Ich dachte, das Spiel ist linear. Ich habe es doch dafür gelobt.
Warum werde ich jetzt so hier durch tausende Gänge geführt? Ach, die kommt gleich wieder. Ach, das ist nicht euer Ernst, ne? Ach, mein Gott. Ach. Seriously? Ich möchte... Darf ich bitte weinen? Darf ich bitte herzhaft weinen? Darf ich mich zu dem da auf der Toilette gesellen? Und wir weinen eine Runde gemeinsam. Scheiße, wenn die hier reinguckt, dann bin ich voll am Arsch, weil das nicht der sichere Schrank ist. Das ist der sichere Schrank. Von dem ich hier null Einblick habe. Dankeschön. Bitte verratet mich nicht, Freunde. Bitte verratet mich nicht. Oh, bitte verratet mich nicht. Ah, Hilfe. Leg mich am Arsch. Alter, leg mich am Arsch hier. Gib mir das. Fuck. Passwort. Oh nein. Oh mein Gott. Ah, verdammte Axt, leg das alles weg. Leg das alles sofort weg. Die kommt doch gleich her, oder? Oh nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott. Das ist ein unsicherer Schrank. Fuck, Mann. Was soll ich denn machen? Oh, zur Hölle mit dir endlich. Sie guckt da in den Schrank. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ey. Ich muss da aus dem Schrank raus. Sorry. Wenn die hier rumgeht, sieht die mich. Die kommt hier rum, ne? Fuck me. Bitte, bitte geh dahinter. Ja, bitte, 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 bitte geh dahinter. Oh ja, 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 ja. Ja, 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 genau so machen wir das. Genau so machen wir das. Hilfe! Das war's. Das war's. Ich bin tot. Leck mich. Leck mich einfach. Leck mich einfach, aber sowas von, Herzchen. So, ey, ohne Scheiß, der Rotz ist super frustrierend, ey. Oh, ich kann die Alte nicht mehr sehen. Okay, die ist da hinten in dem Raum. Ich weiß, ob man hier irgendwas machen kann. Oh no. Kann ich mich wahrscheinlich auch nur verstecken, ey. Fuck. Fuck, 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 fuck. Warum sind die überall Toiletten? Warum gibt's da nicht mal was Sinnvolles drinne? Außer Exkremente, versteht sich. Wir sind im Angesicht dieser Kreatur doch durchaus sinnvoll. Ich kann sie ja mit einer Wurst beschmeißen oder sowas. Aber ich glaube, das beruhigt die auch nicht so ganz. Okay, kommt die jetzt mal da raus oder ist sie jetzt voll nervös da an ihrem komischen Computer? Ich muss da hin. Ich muss vor allem begreifen, was ich da zu tun habe. Oh, es ist nervig, ey. Die kommt da nicht raus. Die ist da bestimmt schon 10 Minuten drinne. Shit. Ich glaube, die ist da irgendwie stuck oder so. Sekunde. Oh, sie... Okay, sie hat vollkommen den Verstand verloren. In Ordnung. Ey, Süße. Möchtest du nachgucken, wo ich bin? Möchtest du zufällig rauskommen? Oh Gott, kann man die jetzt triggern, oder? Was macht sie? Guckt die euch an, also. Guckt die euch an. Was? Sie kriegt's nicht mehr mit. Oh, ist das eine Befriedigung, ey. Das glaubt ihr gar nicht. Gehaltsabrechnung. 1900, Grundgehalt. Okay, da ist bestimmt irgendwo das Passwort drin. Sozialversicherungskosten. Das Passwort ist das, was übrig bleibt, oder? Warte mal, 25.000 minus 750 sind 24.250. Oh Gott, muss ich das alles ausrechnen? Holy shit. Ehrliche Steuer. Okay, Zeittag 1.9.1956. Okay, wie war denn das jetzt hier mit dem Passwort? Moment. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Holy shit, ey. Wie lange ich für den Scheiß gebraucht habe. Ey, ich hab mich hingesetzt mit meinem fucking Handy-Taschenrechner wie der letzte Vollidiot. Es war die ID-Nummer, seine Ausweisnummer, die ich da reinschreiben sollte. So hab ich jetzt das Ding, oder was? Oh, ey. Ey, ich hab sowas... Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Das ist nicht dein fucking Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Du leckst mich jetzt... sowas von am Arsch, ey. Du leckst mich sowas von am Arsch, ey. Oh mein Gott.
Ich geh jetzt da raus, ey. Du hältst mich nicht auf. Nicht du. Oh Mann, hab ich jetzt aber die Quittung bekommen dafür, dass ich mich über diesen Bug gefreut habe, ey. Wow. Ey, könnt ihr euch das vorstellen? Wäre die nicht stuck gewesen, wäre die da immer wieder reingekommen, während ich versucht hätte, das herauszufinden? Ey, wie nervig ist das denn bitte? Meine Fresse. So, können wir jetzt? Huch. Gar nicht nur um Stunden an, da drinnen wartet Boris auf mich. Ey, wehe, wenn nicht. Ich brauche jetzt irgendwas Knuddeliges. Zum Liebhaben irgendwas. So, Nummer 3, ne? Und dann die Karte da rein, dann sind wir hoffentlich raus hier aus der Scheiße, ey. Meine Fresse, das hat, ey, 50 Minuten nehme ich jetzt schon auf. Ihr glaubt das, ihr habt die Hälfte gar nicht gesehen, mehr als die Hälfte nicht. Ey, wie du da rumirren musst. Oh, jetzt schiebt das Baby da durch, easy. Jane könnte im anderen Gebäude sein. Sie, es wäre besser für sie, wenn sie fucking hier ist, ey. Ich schwöre bei Gott. Was ist das hier? Ist hier die Schule oder was? War man nicht eben noch in der Polizeistation? Oh nein, um das nächste Abteil. Hell yeah. Hell yeah. Oh, grüß dich. Na? Wartest du schon auf meine Anwesenheit? Na, mit der beehre ich dich jetzt. Das kannst du aber wissen. Oh, was ist das? Oh, ein Räucherstäbchen. Das ist doch kein Räucherstäbchen. Come on. Da ist nicht nur Sandelholz drin eingerollt. Ich erkenne noch ein Tütchen, wenn ich eins sehe. Ich meine, ich war gerade in der Polizeistation. Versteht sich von selber dieser Zusammenhang. Okay. Mache ich jetzt hier wieder irgendein cooles Ritual und darf dann irgendwann nach Hause gehen? Oder? Beschreibung zur Geisterbeschwörung. Oh, muss das wirklich jetzt sein? Räucherstäbchen sind das Hauptinstrument bei allen religiösen Ritualen. Unterschiedliche Anzahl des Räucherstäbchen, unterschiedliche Bedeutung und Ziele. Allerdings zündet man nur ein Räucherstäbchen bei der Geisterbeschwörung an. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie schon einen beschworen. Kann mich auch irren. Vielleicht, weiß ich nicht, ist auch irgendwas auf meinem Auge oder sowas. Hey, Buddy. Was ist denn los mit dir, hä? Arbeitest du mit der da zusammen? Da bin ich nicht dein Freund. Was sagst du nur? Leck mich, ey. Bin raus hier. Ich bin out. Das war aber knapp, Mama. Da ist noch so ein Typ. Was ist mit denen? Was ist mit denen? Machen die Krach? Wenn ich in der Nähe bin und die kommt dann? Seid ihr so eine Arschlöcher? Oh, no, ich möchte nicht mehr. Ich darf mich nicht von ihren roten Lichtern blinken lassen. Okay, verstehe. Wait. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch absolut... Oh, mein Gott, nein. Oh, es gibt noch einen Gott. Dankeschön. Kann ich die Teile wegmachen? Was mache ich gegen die? Sag mal. Was mache ich denn da? Trau mir jetzt einfach mal. Bin jetzt einfach mal furchtlos. Wo muss ich denn? Wie? Mit das mal jemand nachvollziehbar erklären? Boah, ich habe keinen Plan. Ich muss wahrscheinlich drumrum gehen oder so, ey. Ich kann gar nicht drumrum gehen. Da steht was im Weg. Wer hat hier wieder nicht aufgeräumt? Hä? Ich mach's diesmal nicht, schwör. Schwör. Der bleckt doch gleich hier wieder seine Seele aus dem Leib. Hat er wahrscheinlich gar nicht mehr. Hat er auch gar nicht mehr verdient. Blöd, Mann. Okay. Die ist noch da. Sieht mich aber nicht. Ach, come on. Du hast mich nicht gesehen. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein... Darf ich nicht irgendwie so eine Bazooka haben? Und dann einfach mal alles vernichten. Alles. Alles möchte ich bitte vernichten. Oh, lass mich in meinem Schrank. Irgendwie Ruhe. Ich weine jetzt eine Runde. Zusammen mit den benässten Unterhosen. Oh nein, ich komme nicht mehr zu dir zurück. Hau ab. Genug von deinem Scheiß. Ich bin echt frustriert, Leute, ey. Ach. Hier ist noch ein Räucherstäbchen.
Das muss ich wahrscheinlich da einsetzen, oder? Ich muss überall eins reinstecken, wetten? Was soll... Wie soll ich's denn machen? Was soll ich tun, ey? Ich weiß, wo ich das Ding hinpacken muss. Die sind überall. Das ist wie Überwachungskameras, ey. Och. Okay, ich gehe jetzt einfach ganz langsam und geschmeidig dahin. Schieb das Räucherstäbchen da in die Schatulle. Yes, easy. Und nun? Was darf ich jetzt haben? Oh, nö, nö. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Da fragt ihr euch bestimmt, warum ich so viel wegschneide, weil ich nur im Schrank sitze. Nein, ich bin hier nicht. Wieder nicht. Zum dritten Mal nicht. Gut, dass wir uns einig sind. Okay, die beiden Herrschaften von Dienst sind da. Moment da, der schnüffelt da rum. Der schnüffelt da beim Räucherstäbchen. Lass ja die Finger davon, du, sag ich dir. Ganz ehrlich. Ach, deswegen ist auch der Typ da. Ach so. Ach so, ich verstehe. Okay, ja. Und nu hab ich einen Geist beschworen, oder was? Okay. Gut. Ja, kann man ja mal gemacht haben. Wenn man denn mal kurz Zeit hat. Und wie hilft mir das jetzt bitte weiter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was muss ich denn noch machen? Ich hab doch hier zwei Geister beschworen. Guck mal, die haben richtig Spaß. Was muss ich noch machen, hä? Was noch? Vielleicht noch hier irgendwo was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nein, okay, ich hab verloren. Fucking nochmal verloren. Oh mein Gott, nein! Nein! Okay, Leute, seht ihr das? Da ist noch eine Tür. Ich muss jetzt nur drauf warten, bis sie da reingeht. Oh Gott, hoch mit den müden Knochen. Nein. Nein! Oh mein Gott. Ach, womit habe ich das verdient? Du hysterisches Weibsbild. Küss meinen Arsch. Bin raus. Bin raus hier. Das hat sie nicht gesehen, ne? Weiß überhaupt nicht. Das ist doch nicht. Ich hasse das. Oh Mann. Was muss ich das alles doch mal machen? Oh Gott. Leute, sie geht jetzt da rein. Ich hoffe, sie überlegt sich es nicht kurzfristig anders. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Oh Mann, Mann, wie? Wie soll ich es denn aber auch machen? Ich gebe mir übelst Mühe. Oh, wie groß? Wie groß ist das hier noch? Wie lange geht dieses verkackte Level? Ey, anderthalb Stunden nehme ich jetzt hier auf. Was ist los? Oh, lass mich das finden. Lass mich das finden, was ich brauche und dann nichts mehr raus. Ich will nicht, mag nicht mehr. Die Schnauze geschrien voll. Oh, guckt euch das an. Jede Menge Schränke zu verstecken. Wetten, ich soll hier... Wetten, ich soll hier rein. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Ich kann meine Taschenlampe nicht anmachen. Was zum Teufel? Hallo? Was? Oh nein, ne? Ich muss hier raus. Ach, was du nicht sagst. Mein Gott, hast du es aber schnell mitbekommen. Oh nee. Oh nee, das sieht wieder aus wie so ein Abteil, wo die uns jagt, oder? Oh Gott, Freunde, ey, aber ohne Scheiß, das machen wir beim nächsten Mal. Ey, lass bitte einen Daumen nach oben da für diese Frustfolge, ey. Das war, ich liebe dieses Spiel, aber das war richtig krass, ey. Oh, ich mag nicht mehr. Ich will jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt einen Tee und ein knuddeliges Stofftier und ein Stück Torte oder irgendwas in der Art. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. Bye-bye.